Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend, gleich 20 Uhr in wenigen Sekunden. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitoki. Ich freue mich, dass wir wieder heute ein Thema haben, wie ein wichtiges Thema, so denke ich, gewaltfreie Kommunikation. Da dürfen wir Menschen mal alle viel mehr drauf Acht geben. Und wir begrüßen gleich die Daniela Feldes. Ihr dürft heute natürlich wieder interaktiv dabei sein. Mal kurz nochmal zum Senderablauf. Die Daniela wird heute eine Art Vortrag halten. Wir werden zwischendurch Musik einspielen und ab 21:30 spätestens werden wir den Talk offiziell eröffnen. Heute in der Runde ist auch der Alexander mit dabei, die Daniela und ich natürlich. Und jetzt gehen wir mal kurz zum Sendetext rüber. Nein, noch nicht. Erst die Telefonnummer nochmal bekannt geben. Das Festnetztelefon aus Österreich mit der Landesvorwahl 0043 für Österreich 720518819 und die 7. Und der Außenchat ist auch geöffnet. Einfach einsteigen, in den Chat klicken. Wenn ihr nicht reinkommt, oben rechts E-Mail-Adresse angeben und Wunschname, dann habt ihr ein Konto auf Okitoki und dann könnt ihr auch die Plattform viel mehr nutzen. Ein Artikel haben wir auch geschrieben über Daniela Feldes und da könnt ihr einfach auf Artikel klicken und dann seht ihr schon, dort unten könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen. Heute Abend freue ich mich. Wie gesagt, ich gehe mal jetzt rüber Richtung Sendetext. Und wie angekündigt habe, wie Daniela heute angekündigt hat, heißt es gewaltfreie Kommunikation für GFK nach Marshall Rosenberg. Was ist gewaltfreie Kommunikation und wozu soll das gut sein? Ist es tatsächlich selbstverständlich, gewaltfrei zu kommunizieren, nur weil wir uns nicht schlagen? Gute Frage, okay? Wir gehen in die gewaltfreie Kommunikation mit Vorwürfen und Urteilen um. Wie gehen wir damit um? Geht es in der gewaltfreien Kommunikation darum, lieb und nett zu sein? Wie loben wir uns in der gewaltfreien Kommunikation? Oder auch, wie reden wir über die Möglichkeiten, die uns die gewaltfreie Kommunikation bietet, um Konflikte friedlich zu lösen, damit wir ein freudevolles Familien- und Arbeitsklima ohne Drohungen und Vorwürfe schaffen können? Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht ihr bitte auf die Homepage www.aus-der-mitte.com. Die E-Mail-Adresse von Daniela Feldes lautet daniela.feldes@gmail.com. Instagram hat sie auch, Daniela Feldes. Diese Sachen findet ihr auch im Sendeplan. Und ich freue mich, dass sie heute Abend bei uns ist. Und sage ich einfach mal Hallo, Daniela, und auch hallo Alexander hier heute Abend. Hallo. Hallo. Ja, ein herzliches Hallo und Moin Moin an alle. Wunderbar, das klappt ja wunderbar. Ja, Daniela, du warst ja schon bei uns. Vielleicht magst du trotzdem noch ein paar Worte zu dir sagen, bevor wir in das Thema. Heute geht's ja vor allem gewaltfreie Kommunikation. Die Familie ist ja heute ein ganzes Stück im Vordergrund, so habe ich dich verstanden. Genau. Hallihallo nochmal an alle Zuhörer. Ja, was ist zu mir zu sagen? Ich bin in Neumarkt am Wallersee zu Hause und ich habe 2011 mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen und habe mir gedacht, das könnte vielleicht auch für andere spannend sein. Und ja, und seitdem bin ich mit dem unterwegs. Wunderbar. Und die gewaltfreie Kommunikation ist eines der Steppenpferde, so zumindest definiere ich das, wo wir Menschen alle noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Denn man streitet ja eh ganz schnell und vergisst sich oft dabei.
So denke ich. Ich übergebe dir einfach mal das Mikrofon, liebe Daniela, denn du hast ja heute uns auch was vorbereitet und wolltest uns heute einiges erzählen. Genau. Ja, ich habe mir gedacht, wir sprechen, ich möchte euch so ein bisschen erzählen, was ist die gewaltfreie Kommunikation an sich? Also, wer hat es begründet? In dem Fall war es der Marshall Rosenberg, der hat das schon anmoderiert. Und genau, wir werden einfach so ein bisschen durchgehen. Ich werde euch so ein bisschen was erzählen, was hat es mit der gewaltfreien Kommunikation auf sich. Und ja, Alexander, wenn du oder wenn ich mal Fragen stelle, freue ich mich, wenn du sie beantwortest. Klaus, natürlich du genauso. Und ja, somit freue ich mich auf einen schönen gemeinsamen Abend mit euch allen. Wir sind da, Alexander, wir sind da, und wenn wir neugierig sind und denken, da müssen wir doch noch mal eine Frage stellen, na Alexander, dann sind wir sicher dabei. Ja, mit Sicherheit. Ich habe mir auch schon einige Notizen gemacht. Super. Und an alle anderen natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, nutzt den Chat, fragt rein und im Anschluss an den Vortrag natürlich auch den Talk. Da wäre ich echt glücklich, wenn einfach ein paar Kommentare auch von euch kommen würden. Ich sammle das im Außenchat, was kommt, und das werden wir dann einfließen lassen. Wunderbar. Ja, dann starten wir doch, Daniela. Okay, ja. Also, die gewaltfreie Kommunikation. Es ist da immer sehr spannend, wenn ich mit Menschen zusammentreffe und sage, ja, ich mache gewaltfreie Kommunikation. Und so, boah, was? Und dann hast du voll mit Orgelleitung da. Und dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich in Wirklichkeit mit ganz normalen Menschen wie du und ich, wie wir halt alle sind, zu tun habe. Und im Endeffekt Seminare und Workshops dazu gebe, weil es mir einfach eben so wichtig ist, dass wir eine Kommunikationsform haben, die ein Miteinander fördert. Und zwar ein echtes, ehrliches Miteinander. Und ich bin zur gewaltfreien Kommunikation 2011 gekommen. Zu der Zeit war ich gerade dabei, mich zu trennen vom Papa, von meinem Sohn. Und mir ist die gewaltfreie Kommunikation regelrecht eingelaufen, wie man so viel sagt. Und ich habe den Einführungskurs ausgeschrieben gesehen und habe die Überschrift gesehen und habe mich angemeldet. Und in diesem Einführungsseminar war so viel. Und ich bin geplättet gewesen und habe mir gedacht, wow, das ist mal was Neues. Das ist mal was, von dem habe ich vorher noch nichts gehört. Und so habe ich dann weitergemacht. Und worum ist in diesem Einführungsseminar gegangen? Grundsätzlich mal über den Gründer der gewaltfreien Kommunikation war Marshall Rosenberg, mittlerweile leider verstorben. Und er hat sich auf die Suche gemacht, wie verbindende Kommunikation möglich ist. Was braucht es dafür, dass wir miteinander gut können, ohne Drohungen, ohne dass wir Urteile abgeben müssen, ohne dass wir ja auch ohne Bestrafung, ohne Belohnung, ohne diese ganzen Sachen. Und das hat sich für mich total spannend angehört. Und ja, Rosenberg hat im Endeffekt vier Schritte entwickelt, oder für ihn haben sie diese vier Schritte ergeben. Zum einen ist der erste Schritt Beobachtung. Die Beobachtung an sich, was ist gerade passiert, zu formulieren. Im zweiten Schritt zu sagen, wie geht es mir mit dem, was gerade passiert ist. Der dritte Schritt sind die Bedürfnisse. Worum geht es mir, wenn ich das als irgendwie es mir geht. Und der vierte Schritt ist die Bitte. In der kann ich jemand anderen oder auch mich selbst bitten, zu helfen, das Bedürfnis zu erfüllen, das ich gerade habe. Das ist mal so die Basics, sage ich jetzt mal, die Grundvier Schritte.
Und diese vier Schritte wiederholen sich immer wieder und die kann ich für unterschiedliche Sachen hernehmen. Und die Erfahrung hat gezeigt, diese vier Schritte klingen grundsätzlich mal einfach. Rosenberg hat es mal gesagt als it's simple, but not easy. Was hat er gemeint? Vier Schritte sind wirklich einfach, allerdings das Ganze im Alltag umzusetzen ist dann die Herausforderung. Eben weil es eine völlig, also für mich zumindest war es damals und es ist einfach, ja, für mich war es was völlig Neues, auf diese Art und Weise zu schauen oder zu reden, basierend auf Gefühle und Bedürfnisse. Wir haben in unserer, so wie wir jetzt aufgewachsen sind oder wie ich aufgewachsen bin, haben wir so dieses Gefühle, sind was, was man nicht so sagen soll, Bedürfnisse, haben wir vielleicht so das Bedürfnis nach Kaffee, aber so wirklich wissen, was Bedürfnisse sind, wissen wir dann manchmal nicht. Und ich würde euch jetzt einfach noch so gern ein bisschen was näher über diese vier Schritte erzählen, denn was ich ganz spannend finde, ist eben auch so die Beobachtung. In der Beobachtung haben wir sehr oft, dass wir sagen, das ist eh ganz einfach. Da brauche ich nur sagen, du sitzt die ganze Zeit vorm Computer. Und die Frage ist, ist das wirklich eine Beobachtung? Oder ist es vielmehr vielleicht sogar eine Bewertung? Nämlich, was sagt denn das? Du sitzt die ganze Zeit vorm Computer. Was ist die ganze Zeit? Habe ich mein ganzes Leben noch nie was anderes gemacht, das ist ganz übertrieben gesagt. Oder kann man zum Beispiel auch in Form von einer Beobachtung sagen, gestern hast du 5 Stunden den Computer benutzt. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Das heißt, in der Beobachtung schauen wir wirklich, was ist passiert, sprich welche, über meine Sinne. Was genau habe ich gehört, dass jemand gesagt hat? Was genau habe ich gesehen? Die ganze Zeit kann ich nicht sehen. 5 Stunden oder mitzukriegen, dass jemand 5 Stunden vorm Computer sitzt, das ist möglich. Und vor allem auch, spürt mal eine, wenn jemand sagt, du hast die ganze Zeit irgendwas gemacht, ist vielleicht von der Haltung her, schaut mal, was anderes ist, wie wenn jemand sagt, du hast das 2 Stunden gemacht oder 5 Stunden gemacht. Sehr oft ist es so, dass wir dann von der Haltung her, wenn wir einer Beobachtung gegenüber sind, dann vielleicht auch offener sind, dass man sagt, ja, ich bin 5 Stunden vorm Computer gesessen. Nachdem das ja nur der erste von 4 Schritten ist, müsste es da natürlich weitergehen. Das heißt, da zu sagen, okay, jetzt habe ich gesehen, du bist 5 Stunden vorm Computer gesessen, wie geht's mir denn, wenn ich das sehe? Vielleicht bin ich irritiert, vielleicht bin ich ärgerlich, vielleicht bin ich enttäuscht. Und da mal zu schauen, was tut sich in mir? Denn die Herausforderung im zweiten Schritt ist, das Gefühl wirklich auch als Gefühl zu benennen. Wir haben es in der Sprache bei uns manchmal ein bisschen tricky. Denn wir verwenden das Wort, also das, was wir sagen, ich fühle mich, beispielsweise, ich fühle mich übergangen, zum Beispiel. Würden wir so verwenden, drückt nur leider überhaupt kein Gefühl aus, sondern vielmehr einen Gedanken, der da lautet, du übergehst mich, also in dem Fall sogar nur ein Vorwurf, der drinnen ist. Und wenn wir mit Vorwürfen konfrontiert sind, dann machen wir für normal zu. Dann wollen wir nimmer. Dann ist mal Ende. Deshalb ist es so wichtig, wirklich Gefühlswörter an der Hand zu haben. Und da sind wir sehr ungeübt. Eben aus dem, dass wir Gefühle sollten wirklich auch zeigen dürfen. Das heißt, viele von uns dann vielleicht, oder vielleicht ist es auch schon passiert, dass ihr gesagt habt, da brauchst du jetzt keine Angst haben,
das ist jetzt nicht so schlimm oder dass man, ja, dieses, also gerade dieses, na, da brauchst du jetzt keine Angst haben. Heißt ja im Endeffekt, wenn ich Angst habe, stimmt dann was mit mir nicht? Also gerade wenn man sagt, als Kind spürt man ja noch ganz, ganz viel und wenn jetzt da von außen ständig gesagt wird, na, das ist nicht so, na, okay, du brauchst die nicht und Ding, dann fängt man irgendwann an, dem nicht mehr zu glauben, was man selber gespürt und was man fühlt. Und jetzt orientieren wir uns dann nach außen. Das ist auch spannenderweise bei kleinen Kindern, die hinfallen, die dann, wenn sie nicht wirklich weder haben, also Kinder, die hinfallen und sie gescheit wedern, die schreien. Und Kinder, die sich nichts da haben, stehen auch wieder auf ohne irgendwas. Dazwischen ist dann manchmal so, dass sie mal schauen. Sie schauen die Mama an oder irgendeine Bezugsperson und schauen mal, wie reagiert denn die. Das ist nichts anderes, wie auf die Frage, hat das jetzt weder oder nicht? Einfach, darf ich jetzt reagieren oder nicht? Wenn die Mama sagt, ja komm, du, ach so, na dann, hat es nicht weder, kann ich weiterspielen. Wenn sie sagt, oh Gott, ma, hast du weder? Dann, oh ja, jetzt hat es weder. Bisschen überspitzt vielleicht dargestellt, aber so für uns, wo man sagt, so, da verlieren wir uns. Und Gefühle sind was, die wirklich in uns sind. Die spüren wir. Irgendwo im Körper ist es spürbar. Und wenn man zu diesem, wenn ich sage, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich ausgenutzt, spürt ihr mal ein, wo im Körper kennt ihr das Spüren? Die meisten wahrscheinlich im Kopf. Nämlich da ist auch, wo wir es haben. Nämlich in Wirklichkeit ein Gedanke. Der heißt, du übergehst mich oder du nutzt mich aus oder sonst irgendwas. Jetzt ist die Frage, wie kann es mir gehen, wenn ich glaube, jemand nutzt mich aus? Vielleicht bin ich traurig, vielleicht bin ich irritiert, vielleicht bin ich enttäuscht, weil ich glaube, dass ich mehr gebe, als ich zurückkriege. Weil es mir im Prinzip ums, oder weil es mir im Weiteren um das Bedürfnis nach Ausgleich zum Beispiel geht. Das, dass alles so in der Waage ist. Das wäre ein Bedürfnis, das haben wir bei Schritt 3. Das heißt, wir haben jetzt so dieses Schritt 1, nochmal zur Wiederholung, was genau ist passiert? Was habe ich gesehen oder gehört oder an was erinnert ihr mich? Wie geht es mir bei dem? Und um was geht es mir? Das ist dann der dritte Schritt, das Bedürfnis. Da ist es auch wieder, man sagt, was sind denn alles Bedürfnisse? Sie hat gesagt, so dieses Bedürfnis nach Kaffee ist so ein bisschen im Sprachgebrauch schön etabliert. Das ist nur nicht wirklich ein Bedürfnis, so wie wir es in der gewaltfreien Kommunikation verstehen. Im Prinzip ist es eine Strategie. Eine Strategie, also Kaffee trinken, wäre eine Strategie zum Beispiel für Genuss, für dass sie wach bleibt, dass sie Energie kriegt, kann genauso gut auch für Gemeinschaft sein. Wenn zum Beispiel Kaffee trinken in einer Firma, in der Pause was ist, was gemeinsam gemacht wird. Kann aber auch für Ruhe sorgen, wenn das zum Beispiel im Alltag der Moment ist, wo sie die Mama hinsetzt und einfach mal ihren Kaffee trinkt. Und für 5 Minuten die Kinder bittet, sie jetzt in Ruhe zu lassen. Einfach mal was anderes da, damit ich dass ich 5 Minuten meinen Kaffee trinken kann. Das heißt, man sieht schon, Kaffee ist eine Strategie, die für vieles sorgen kann. Und da wird es Spannende, wenn mir klar wird, wofür ich die Strategien hernehme, kann ich auch dafür sorgen, dass ich es erfüllt kriege, das Bedürfnis, wenn zum Beispiel jetzt der Kaffee mal nicht verfügbar ist. Angenommen, er ist aus, die Kaffeemaschine ist kaputt, was tun wir dann? Ich habe ja immer noch das Bedürfnis nach Genuss, nach Ruhe, nach Gemeinschaft oder was auch immer dahinter gesteckt ist. Das heißt, da kann ich dann schauen und sagen, okay, wenn mir klar wird, es geht um Ruhe zum Beispiel, brauche ich wahrscheinlich als Alternative zum Kaffee
was anderes, als wie wenn es Genuss ist. Bei Genuss würden jetzt vielleicht manche sagen, na, dann isst sie halt ein Stück bei Torten oder Schokolade. Oder manchmal geht auch Genuss, sich einfach mal die Hände waschen mit Genuss. Wird vielleicht auch sogar eine Strategie sein, die vielleicht auch bei Ruhe funktioniert. Dieses, gerade wieder als Mama vielleicht von kleinen Kindern, weiß man das, ist manchmal sind die 2 Minuten am Klo, die man am ehesten hat. Das heißt, auch da mal, auch vielleicht ohne, dass man aufs Klo muss, mal ins Badezimmer gehen und einfach mal 2 Minuten in Ruhe die Hände waschen. Kann eben auch eine Strategie sein, um sich Ruhe zu erfüllen. Und das sind so Sachen, auf die wir einfach schauen. Im Prinzip geht es immer wieder darum, das Bedürfnis zu finden. Und dieses Bedürfnis kann ich jetzt finden über verschiedene Hinweise. Eben zum Beispiel über das Gefühl, dass man sagt, wie geht mir, weil mir was wichtig ist. Denn die Aufgabe unserer Gefühle ist nichts anderes, als wie uns auf die Bedürfnisse, die ja auch in uns sind, aufmerksam zu machen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist das, dass die Bedürfnisse etwas sind, das wir alle Menschen auf der ganzen Welt gleich haben. Da gibt es keine Unterschiede. Egal wo ich aufgewachsen bin, egal wie ich sozialisiert bin, egal wie alt ich bin, das haben wir alle. Das heißt zum Beispiel auch so was, das Bedürfnis nach Nahrung. Das ist oftmals am einfachsten zum Sehen. Nahrung brauchen wir alle. Die Strategie, mit der wir uns das Bedürfnis Nahrung erfüllen, ist wieder unterschiedlich. Da kommt es jetzt darauf an, wie alt bin ich, welche Möglichkeiten habe ich, denn ein Säugling braucht was anderes als ein 30-Jähriger. Der Eskimo hat andere Möglichkeiten, sich Nahrung zu erfüllen, als jemand, der im Dschungel wohnt oder wir da in Mitteleuropa. Und selbst da sind wir sehr unterschiedlich unterwegs, wenn man so zumindest auf die Regionalitäten schaut. Das heißt, da wirklich zu schauen, diese abstrakten, allgemeinen Bedürfnisse, und da wird einfach auch klar, wieso Kaffee trinken oder Kaffee kein Bedürfnis sein kann. Denn niemand wird einem Säugling einen Kaffee geben. An manchen Orten gibt es gar keinen Kaffee. Ich zum Beispiel trinke keinen Kaffee mehr. Also kann das nichts sein, was wir alle Menschen auf der ganzen Welt brauchen. Nahrung, Ruhe, Genuss, Ausgleich, kreativer Selbstausdruck, das Bedürfnis nach Verbindung, das Bedürfnis nach Liebe, das Bedürfnis nach, fällt mir gerade nichts mehr ein. Also es gibt einfach richtig, richtig viele, die alle haben wir. Und wenn ich die erkenne und weiß, okay, in der Situation, jetzt gerade, brauche ich oder meldet sich mein Bedürfnis über die Gefühle. Denn die sind der Ausdruck von unseren Bedürfnissen. Und auch bei den Gefühlen unterscheiden wir zwischen angenehmen Gefühlen und unangenehmen. Langläufig haben wir oftmals so diese positive und negative Gefühle. Das ist was wir in der gewaltfreien Kommunikation gar nicht haben. Das heißt, wir bewerten Sachen nicht nach gut, schlecht, richtig, falsch, positiv, negativ, sondern eben bei den Gefühlen noch angenehm oder unangenehm. Und so ist vielleicht glücklich, zufrieden, euphorisch, fröhlich, entspannt etwas, das man vielleicht unter angenehme Gefühle rein könnte. Und wie zum Beispiel hungrig, ärgerlich oder wütend, Angst, traurig, wären dann Gefühle, die uns sorgen, oder es sind unangenehme Gefühle, die uns im Prinzip darauf aufmerksam machen, dass irgendein Bedürfnis in uns jetzt gerade nicht erfüllt ist.
Im Umgekehrten ist es, alle angenehmen Gefühle sagen über die Bedürfnisse in uns aus, hey, bei mir ist gerade alles halbwegs gut. Wollte ich dir nur sagen. Und genauso ist es eben auch mit der Intensität unserer Gefühle. Manchmal haben wir Gefühle, die sind so, naja, gerade halt, dass sie da sind. Und manchmal sind die so stark, dass uns fast ein bisschen, dass uns schon fast aus der Haut fahren lassen, weil sie so intensiv sind. Und da ist es auch wieder, das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Gradmesser. Ist das Gefühl nur leicht spürbar, dann fällt so quasi beim Bedürfnis nur ein bisschen. Oder es ist ein bisschen erfüllt, je nachdem, um was es geht. Ist es ein sehr intensives Gefühl, dann sagt das Bedürfnis, hey, schau mal, jetzt brauche ich wirklich, jetzt ist gerade Feierabend, doch. Oder eben auch in der erfüllten Version, hey, ich würde da nur sagen, haut gerade total glatt hin. Also da einfach mal so ein bisschen die Gefühle, mal auf diese Art anzuschauen, ändert manchmal sehr, sehr viel. Genauso ist es eben auch, wenn uns klar wird, dass meine Gefühle sind, die über meine Bedürfnisse was aussagen, dann ist auch ganz schnell klar, wo die Zuständigkeit oder die Verantwortlichkeit für Gefühle liegt, nämlich bei mir. Und das ist was, was für manche vielleicht neu ist, weil wir eher so erzogen sind, dass wir für die Gefühle anderer verantwortlich gemacht werden. Oder auch denken, dass andere für unsere Gefühle verantwortlich sind. Das heißt zum Beispiel auch so diese Annahme, wenn der nur so und so täte, würde es mir besser gehen. Gibt eben auch diese Verantwortlichkeit ab und sagt so quasi, naja, der ist ja, nur weil der gerade nicht so funktioniert und nicht das wird, geht es mir so, wie es mir geht. In der gewaltfreien Kommunikation gehen wir davon aus, dass meine Gefühle zu mir kehren. Das heißt, wieder die vier Schritte. Wenn ich sehe, dass jemand dieses oder jenes tut, wie geht's mir damit? Das heißt, wieder wirklich wieder zu mir. Wie geht's mir damit? Ah, okay, da bin ich. So und so, weil mir was wichtig ist. Um welcher Bedürfnis geht es mir? Und habe ich jetzt zum Beispiel herausgefunden, dass ein Bedürfnis in mir unerfüllt ist, habe ich als vierten Schritt die Möglichkeit zu sagen oder darum zu bitten, jemand anderen oder auch mich selbst, wie ich mein Bedürfnis erfüllen könnte. Und da werden die Strategien, von denen wir vorher schon gesagt haben, wichtig. Denn Strategien brauchen wir, um Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, in der Bitte formuliere ich ganz einfach an einen speziellen Menschen oder an einen konkreten Menschen eine konkrete Handlung. Zum Beispiel, bist du bereit, das Fenster zuzumachen oder kannst du das Fenster bitte machen? Das Wörtchen bitte brauchen wir nicht unbedingt, manchmal allerdings wegen der Höflichkeit von Vorteil, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich erkenne ich eine Bitte nicht an dem Wort Bitte, denn ich habe mal eine Teilnehmerin gehabt, die hat mich gefragt, weil ich dann manchmal so die Formulierung habe, so, wärst du bereit oder magst du dieses und jenes tun? Und sie so, ja, das sage ich doch auch. Magst du das und das da? Und ich habe es dann gefragt, so, darf derjenige auch Nein sagen? Dann hat sie mir angeschaut, jetzt Nein sagen. Genau. Und das ist auch dieser Unterschied in der Bitte, in der gewaltfreien Kommunikation, darf der andere Nein sagen. Habe ich zwar gesagt, magst du bitte dieses oder jenes tun? Und von der Haltung her meine ich, du hast es jetzt zu machen, keine Widerrede. Dann ist es zwar nett ausgedrückt, weil man ja bitte gesagt hat und sagt, magst du, nur im Endeffekt hat man keine Alternative, keine andere Wahl zur Verfügung gestellt. Und in der gewaltfreien Kommunikation
stellen wir das frei. Das heißt, da geht es ganz früh um Freiwilligkeit, um das, was ich von mir aus tun möchte. Ich möchte zum Wohlbefinden von dem anderen beitragen. Das ist eine Grundannahme, die wir in der gewaltfreien Kommunikation haben, dass wir zum Wohlbefinden anderer beitragen wollen. Allerdings nicht angeschafft können, sondern eben diese Freiwilligkeit. Mein Sohn hat es dann manchmal schon, der schreibt es dann manchmal auf die Spitze, oder wenn er sich nicht sicher ist, wenn ich dann sage, magst du dieses oder jenes tun, darf ich auch nein sagen. Und dann weiß ich, ah, okay, war vielleicht zu unklar, schon kann ich meine eigene Haltung nochmal überprüfen. Und dann kann ich sagen, du musst nicht. Und das ist eben auch sowas, dieses Müssen. Wir haben das im Sprachgebrauch sehr oft. Und manchmal, ja, es kann vielleicht auch mal eine feine kleine Sache sein, mal sich selbst zu beobachten, wie oft verwenden wir das Wort müssen und wie geht's mal mit dem. Und nochmal zurück zum Sohnemann, der dann eben fragt, muss ich? Nein, muss nicht. Manchmal tut es dann auch wirklich nicht. Ich glaube, so diese Überprüfung, meint sie es ernst oder sagt sie nur so? Und auf der anderen Seite ist es manchmal so, dass ich, okay, wenn ich nicht muss, dann mache ich es. Weil es eben aus dieser Freiwilligkeit herausgeht. Diese Freiheit, dem anderen diesen Raum zu geben, auch Nein zu sagen, braucht natürlich was. Weil wenn ich jetzt von diesem Ja, das der andere sagen soll, bitte, abhängig bin, weil ich nur diese eine Möglichkeit habe, wird es schwierig. Das heißt, was ich grundsätzlich empfehle und was ich auch für mich selber schaue, ist, dass ich für ein Bedürfnis mehrere Strategien zur Verfügung habe. Mehrere Optionen. Was nämlich auch von der Haltung her dann einfacher wird, ist eben genau dieses Nein zuzulassen, wenn es denn kommt. Und damit eben auch die Chance erhöhe, dass der andere Ja sagt. Was jetzt so ein bisschen manipulativ klingt, nur es ist einfach wirklich so diese Haltung, dieses Füreinander, Miteinander. Genauso ist es auch, wenn ich jetzt dieses Nein zum Beispiel bekomme als Antwort, dann kann ich das empathisch aufnehmen. Ist auch ein bisschen Herausforderung manchmal. Wenn man allerdings weiß, dass jemand, der Nein sagt, grundsätzlich mal zu meiner Strategie Nein sagt, um die ich gebeten habe. Das ist ja auch sowas. Dieses Nein verbinden ja wir sehr oft mit, jemand lehnt mich ab, oder dieses, du mobbst mich nimmer. Wenn ich auf eine Bitte mit Nein antworte, sage ich Nein zu deiner Strategie oder sage ich Nein zum Beispiel auch zum Zeitpunkt. Das wäre zum Beispiel sowas wie, magst du den Müll dann bitte runtertragen? Und der andere sagt vielleicht so, na? Dann kann man dem nachgehen und sagen, okay, was hat jetzt veranlasst, Nein zu sagen? War nicht klar vielleicht, um was es geht? Was heißt Müll abgetragen? Ist das vielleicht gar nicht besprochen worden? Kann mich erinnern, mein Sohn zum Beispiel hat einfach gesagt, na, aber den Biomüll mag ich nicht abgetragen. Ich habe an den Biomüll gar nie gedacht. Für mich war klar, das ist der Restmüll gemeint. Für ihn war es nicht klar. Und da kommt dann also dieses Nein. Wenn ich dem nachgehe und sage, nein, weil du jetzt nicht den Müll runtertragen willst, weil du den Müll nicht runtertragen willst, oder nein, den Biomüll mag ich nicht. Okay, mir ist eben ein Restmüll, dann, wie schaut es denn aus mit dem Restmüll? Bist du bereit? Magst du den abgetragen? Dann kann er immer kommen, nein. Und dann kann man dem wieder nachgehen und sagen so, wie jetzt? Na, weil? Ja, ich muss die Seite nur fertig lesen. Ah, okay, du möchtest gern das Kapitel nur oder die Seiten in dem Buch, was du gerade liest, fertig lesen. Passt für dich, wenn du es dann machst? Ja, ja, dann passt. Das heißt, da ist einfach so ein bisschen
hinhören auf wozu ist der andere bereit, wofür sorgt der andere auch. Denn was Spannendes ist, wenn der andere Nein sagt, sagt er automatisch, also er sagt Nein zu meiner Strategie und er sagt automatisch Ja zu sich selbst, zu einem Bedürfnis von sich selbst. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel ist, eben ich möchte mein Kapitel noch fertig lesen, dann kann es zum Beispiel um das Bedürfnis nach Selbstbestimmung gehen. Ich möchte bestimmen, wann ich den Müll runterbringe. Vielleicht gar nicht so sehr das, wie das denn überhaupt besteht, vielleicht gar nicht zur Debatte für den anderen. Einfach nur dieses, ich möchte bestimmen, wann. Wir haben ausgemacht, ich mache das, das mache ich auch, nur eben erst, wenn ich die Seite fertig gelesen habe. Oder vielleicht geht es auch, erfüllt sich jemand, der Nein sagt, zum, also den Müll runtertragen, bleiben wir vielleicht bei dem, auch vielleicht das Bedürfnis nach Klarheit, mir ist gerade nicht klar, was meint die jetzt alles, muss ich die ganze das Plastik und das Zeug auch noch alles, oder geht es da nur um den Restmüll oder wie auch immer. Das heißt, es hilft dann einfach auch dazu, dieses, was passiert denn, wenn wir da so nachfragen. Im Endeffekt sagen wir, wenn wir auf das eingehen und empathisch hinhören, empathisch nachfragen, in Verbindung. Und darum geht's, in Verbindung mit anderen zu sein. Es geht weniger um richtig und falsch oder um irgendwelche anderen Sachen, sondern wirklich so diese Absicht auf Verbindung, auf ein Hin und Her von mir zu dir mit der Absicht, dass zum Schluss alle kriegen, was sie brauchen. Eben wieder gefußt auf die Bedürfnisse, die jeder hat. Und das kann ich in so Lappalien Beispielen oder Kleinigkeitbeispielen wie Müll runterbringen oder Jacke anziehen oder sonst irgendwas machen, genauso wie eben auch in schwierigeren oder herausfordernden Situationen, bei Trennungen oder eben auch ja, bei Auseinandersetzungen, bei dem, dass wir sagen, okay, der eine will das, der andere will das, oder eben auch bei Missverständnissen, wenn wir uns gegenseitig vielleicht eben auch der eine sagt, was der andere will, wenn wir so im Recht haben manchmal sind. Was mir auffällt, ist eben, dass es sehr oft um dieses Recht haben geht. Und dieses Recht haben, dieses, ich habe meine Meinung und ich möchte jetzt von dem überzeugen. Oder nur meins stimmt und von dem nehmen wir in der gewaltfreien Kommunikation den Abstand und sagen, okay, wir wissen, es gibt verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Sichtweisen, es kann auch manchmal interessant sein, die von anderen zu hören. Allerdings wissen wir, das ist einfach eine mögliche Sichtweise und es kann von einer anderen Seite völlig anders ausschauen. Spannend finde ich da die Frage, wie ist jemand zu seiner Meinung gekommen? Denn wir können alle nur dann eine Bewertung und eine Meinung, Sichtweise ist eine Bewertung, haben, wenn wir vorher etwas beobachtet haben. Weil, probiert es mal, vielleicht kann man irgendwer sagen, wie seine Meinung ist zum Verlust. Diese Meinung ist was? Zum eure Meinung zum Verloop. Das kenne ich gar nicht, das Wort Verloop. Das erklär mir mal. Ja, aber du wirst ja eine Meinung dazu haben. Irgendwas wirst du wohl dazu sagen können. Ja, ich habe sicher eine Meinung, aber ich habe das nicht verstanden vom Satzzusammenhang her. Die Meinung ist Verloop, weil das habe ich nicht verstanden. Na, ich hätte gern deine Meinung zu einem Verloop gehört. Was denkst du über einen Verloop? Ich kenne das Wort nicht, Verloop, das kenne ich nicht. Genau, und das ist das Spannende. Wenn wir etwas noch nie gehört, noch nie gesehen,
noch nie gerochen, noch nie angegriffen haben oder sonst irgendwie wahrgenommen haben, dann haben wir nichts dazu zu sagen. Wir haben keine Meinung und keine Sichtweise dazu. Das heißt, im Rückschluss habe ich zu etwas eine Meinung oder eine Sichtweise, dann muss ich vorher eine Beobachtung gehabt haben. Und sei es nur, dass ich vom Hörensagen irgendwie mal mitgekriegt habe, das. Und das ist das Spannende, wenn wir über Meinungen reden, dass man vielleicht eben einmal das so nimmt, dass man sagt, hey, wie bist denn du zu deiner Meinung gekommen? Anstatt die Meinung an sich auf, ist die jetzt richtig, falsch, wertvoll, was auch immer, zu bewerten. Macht es soweit Sinn? Ja, sicher macht das Sinn. Es kommt gerade noch ein Text rein. Ich werde es nochmal kurz anlesen. Hast du die Koordinierung, um Bedürfnisse zu erfüllen, mit einbezogen? Denn dadurch kann ich positive Anreize schaffen und kann mir Ziele setzen. Das wird geschrieben von der Manuela. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Koordinierung, ob ich die ein, das sagt man nicht. Konditionierung. Wir holen sie doch mal ganz kurz rauf. Mal gucken, ob sie kurz das nochmal erklärt. Liebe Manuela, bist du denn am Mikrofon? Ja, ich bin da. Also Konditionierung ist einfach positiv. Also du hast es ja sehr simpel mit Kindern oder ist jetzt mit dem einfach nur den Müll runtertragen. Erklärt, wenn ich jetzt mit einem Punkteplan arbeite, also sprich jetzt, wo ich Punkte positiv oder negativ mit Langzeitzielen, um die zu erfüllen, habe, dann ist eine gewisse Konditionierung ja auch mit als Lerneffekt dabei, Compound-Effekt. Ja, also grundsätzlich verstehe ich jetzt, was du mit Konditionierung, also mir war das Wort nicht klar, meinst. Die Frage ist ja, was ist das Ziel oder was ist die Absicht, wenn ich mit Konditionierung arbeite? Gesellschaftsfähig zu sein, Ziele von anderen oder Meinungen von anderen zu akzeptieren, zu respektieren in der Gemeinschaft, integriert zu sein. Ich überlege jetzt gerade ein bisschen, grundsätzlich glaube ich, ist ja die Frage, was mit der Konditionierung, mit dem, da habe ich ja auch dieses positive Verstärken und das negative irgendwie wegzulassen, wobei wir da eben auch schon, so wie man es auch sagt, mit positiv und negativ, damit arbeiten wir in der gewaltfreien Kommunikation ja gar nicht. Das heißt, in der gewaltfreien Kommunikation geht es vielmehr wirklich auch um diese Haltung, um dieses Miteinander, Füreinander, auch für sich selbst, für sich selbst gut zu sorgen und über das dann eben auch gesellschaftsfähig zu sein. Allein schon das, dass man sagt, mir klar ist, dass es nicht nur mich, sondern eben auch ein Umfeld gibt, das genauso Gefühle und Bedürfnisse hat wie ich. Und das, was ich tue, mein Verhalten, hat eine Auswirkung auf andere. Und wenn mir mein Umfeld das auch wieder Druck sorgen kann, zum Beispiel, wenn mein Sohn oder wenn jemand was macht, das mir unangenehm ist, dann kann ich es sagen. Weil, wo man sagt, mir ist das jetzt unangenehm, weil, und dann das Bedürfnis kann. Was auch immer dann das Bedürfnis ist. Braucht man jetzt irgendwie so ein Beispiel? Weiß nicht, hättest du vielleicht eins mal? Ja, also zum Beispiel Kinder arbeiten, also oder lernen ja auch viel in Bewegung. Wenn jetzt Kinder spielen und die fangen jetzt, weil ein Kind haut relativ, im Kindergarten haut es relativ schnell zu, wenn das meins ist. Das Bedürfnis meint ist ja da. Wie dazu das dann in Angriff nehmen, dass du da Frieden reinbringst?
Also grundsätzlich, wenn so Streitigkeiten über eben, es ist ja manchmal so im Sandkasten die eine rote Schaufel. 17 andere Schaufeln, übertrieben jetzt, liegen auch noch da, aber die eine rote Schaufel, die soll sein und die wollen jetzt sowas in die Richtung, hast du gemeint. Genau, also sowas in der Richtung. Und sie sind zu dritt oder zu viert und die eine rote Schaufel soll sein. Wie bringt man da Frieden ein? Also in der gewaltfreien Kommunikation. Okay, also grundsätzlich würde ich so machen, also wenn wir jetzt die Situation haben, jetzt ist die Sandkiste, es sind zwei, drei Kinder, es gibt eben besagte rote Schaufel, die soll es sein, die wollen jetzt alle haben, alle anderen Schaufeln sind eben nicht das. Würde ich grundsätzlich mal im allerersten schauen, wieder, Schritt 1, Beobachtung, was sehe ich? Drei Kinder, eine rote Schaufel, jeder sagt meins. Im zweiten zu schauen, wie geht's mir damit? Vielleicht bin ich gerade ein bisschen gestresst oder überfordert, weil ich das Bedürfnis nach Harmonie habe, das gerade nicht erfüllt ist, oder eben auch einen Anspruch habe, so also diese Überforderung, ich müsste jetzt eine Lösung finden. Ja, das heißt, es kann sowas, das Bedürfnis nach Leichtigkeit gerade im Argen liegen. Wenn mir das klar wird und sagt, hey, warte mal, vielleicht muss ich ja gar keine Lösung finden noch. Dann beruhige ich mich mal grundsätzlich. Und dann kann ich mal sagen, okay, so im zweiten Schritt gehe ich dann hin. Und dann kann ich mal einfach fragen, hey Kinder, ich sehe gerade, es gibt eine rote Schaufel, ihr seid drei Kinder, was ist jetzt gerade? Und dann kann ich mal schauen, kommt von den Kindern was? Womöglich kommt, ja, ich mag, ja, aber ich hab zuerst und na, aber das ist meine und na, und ich wollte und singen. Dann kann man sagen, okay, spannend. Eine Schaufel, drei Kinder. Und dann kann man so ein bisschen, erstens mal dieses, wenn Kinder merken, ey, warte mal, da kommt jetzt der andere mal ober. Also, dann haben die auch plötzlich Zeit. Und dann wäre so dieses, ach, ich sehe, ihr wollt alle drei die eine Schaufel haben. Mhm. Dann sagt er, ja, aber das ist meine. Okay, du hättest das gern, weil es deine ist. Dann sagt vielleicht der andere, ja, aber ich habe es zuerst gehabt. Okay, und du wolltest haben, weil du es zuerst gehabt hast. Und so würde ich einfach mal Stück für Stück, und das kann mal länger oder weniger lang dauern, einfach mal den anderen hören. Nur hören. Manuela, wie geht's du bis jetzt mit dem? Also ich schätze mir, du hast es wunderbar erklärt, wie es das in der Situation machen würdest. Aber du weißt ja, dass so eine Situation ja ganz schnell aus der Kontrolle kommt. Und mir hat einfach jetzt nur die Lösung gefallen, dass ich selber hingehe und er jetzt die rote Schaufel wegnehme und sage, das ist jetzt meine, was? Weil ihr fühlt euch auch nicht anders auf. Da fällt mir ein, das grüne Lernen, das sind ja auch Prozesse. Die Kinder sind ja auch in dem Moment geprägt worden von den Eltern. Wenn so eine Situation ist und man kann sie in dem Moment noch nicht in der Lösung bringen, dann kann man aber als, Pädagoge oder Elternpaar, was das gerade erlebt hat, mal auch versuchen, Gespräche mit den Eltern aufzunehmen. Ne, weil da sind ja auch Sachen passiert, die das Kind ja übernommen hat, auch von den Eltern oder auch von seinem Umfeld in anderen Kindern. So denke ich vielleicht, Daniela, oder? Ja, sicher, nur bei diesem Sandkasten-Thema, so wie wir es jetzt auch gehabt haben, ihr werdet überrascht, wenn ihr es mal ausprobiert, wirklich dieses, den anderen einfach hören und eben auch nicht in dieser Haltung, in dieser, was, jetzt muss Frieden sein, jetzt müssen wir eine Lösung finden, sondern wirklich so dieses, ah, okay, du hättest das gerne, dieses Einfühlen in den anderen und einfach wiederholen, was da jeder sagt, dieses, damit einfach, weil was passiert in den Kindern? Meistens werden sie relativ schnell ruhig, weil so dieses, ah, hey, die nimmt uns ernst, ah,
Die horcht wirklich hin, was wir sagen? Der ist das jetzt ernst da. Wir sind ernst genommen. Und sehr oft löst sie sich dann auf. Das kennen wir Erwachsene oft gar nicht so. Und dann schauen sie die an und sagen so, kommen plötzlich mit Lösungen, wo man sagt, na, was hältst du davon, wenn man da den Bagger oder sonst irgendwas? Oft kommen selber drauf. Und wenn nicht, kann man immer noch nachfragen, wo man sagt, was willst denn du mit der roten Schaufel? Ja, ich wollte da ein Loch buddeln. Okay. Und was willst du mit der? Ich brauch da einen Hügel. Und dann gesagt, ah, okay, du brauchst die Schaufel, weil du ein Loch graben willst, und du brauchst die Schaufel, weil du einen Hügel brauchst. Wäre es eine Möglichkeit für euch, dass einer das Loch grabt und dem anderen den Sand, den er aushebt, dorthin tut, wo der andere braucht? Und dann wieder nachzufragen, wäre das was für euch? Oder habt ihr noch andere Vorlesungen? Also wirklich, also dieses, worum geht's dir? Wofür brauchst du denn das? Und vielleicht entsteht aus dem wieder ein neues Miteinander, das vorher überhaupt nicht am Tablett war. Das heißt, wirklich erlasst euch von den Kindern, von anderen Menschen, von euch selber überraschen, auf was ihr kommt, wenn es einmal nicht vorrangig um die Lösung geht, sondern um Bedürfnisse geht. Ja, das ist total verständlich. Es ist nur die Frage, wie gerade das Kind in der Situation schon aufgeschaukelt ist, ob man es runterbekommen kann. Aber der Weg, nicht aber, der Weg ist der richtige Weg, indem man die Kinder dort abholt, wo sie sind. Ne, wozu brauchst du das? Jeder möchte das Loch buddeln oder den Hügel machen. Ja, das können wir doch alles machen. Ne? Erst der, dann du das. Oder wie gesagt, es geht nicht um die Lösung, sondern das Bedürfnis zu sehen. Ne? Und dann kann man das auch Kind in die Hand nehmen und dann machen wir das zu zweit. Ich gehe mit den Händen rein, schau, ich mache jetzt schon mal einen Hügel. Ne? Wir warten noch, bis das Loch fertig ist, wie auch immer, oder? Genau, also wirklich auf dieses Hinschauen, was braucht jeder Einzelne in der Situation. Und selbst wenn die schon sehr hochgeschaukelt sind, kann man es sehr oft mit dem wieder runterbringen. Manchmal ist der dann plötzlich nicht mehr wichtig. Dann finden die wieder was völlig anderes. Das heißt, da wirklich also im ersten Mal zu schauen, immer auch im Hier und Jetzt. Und nicht zu sagen, das war jetzt bei den letzten 5 Mal so und jetzt ist es wieder so, sondern wirklich jede Situation, jeden Moment als neu wahrzunehmen und zu sagen, selbst wenn ein und dasselbe Ereignis ist, kann es bei jedem plötzlich um ein anderes Bedürfnis gehen oder auch ein anderes Gefühl hervorrufen. Wir kennen das vielleicht, dass man sagt, Situationen am Tagesanfang erleben wir völlig anders als wie ein und dasselbe Situation einfach 10, 12 Stunden später am Abend. Und plötzlich ist so, was sagt er, jetzt bringt mich ein kleinste Kleinigkeit aus dem Konzept, was man davor habe, das noch super kompensieren können. Das heißt wirklich auch zu schauen, immer im Hier und Jetzt, was genau habe ich gerade erlebt, wie geht's mir damit, um was geht's mir und was brauche ich jetzt. Und genauso das jedem anderen zuzugestehen. Und das ist manchmal die Herausforderung, weil wir so in vorgefertigten Urteilen unterwegs sind, aber der ist so und das ist halt so oder wie es auch immer ist, das macht es uns manchmal schwer in Verbindung zu gehen. Das auch die eigenen Urteile über sich selbst. Man kann ja mal hinschauen, wo man sagt, wenn ich zum Beispiel irgendwas gemacht habe, das wir als Fehler deklarieren würden. Wie gehen wir damit um, wenn wir was machen, was vielleicht nicht richtig in die, ich sag's jetzt unter Anführungszeichen, weil wir ja kein richtig und kein falsch kennen, sondern ich tue, was ich tue. Ja, und dann halt zu schauen, okay, welche Auswirkungen hat das auch? Was löst es zum Beispiel in einem anderen aus, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwas mache? Was löst es in mir aus? Gell? Denk ich vielleicht, wie denke ich denn über mich? Ma, das hast du wieder verbockt oder das hätte auch schon besser können oder das hat wieder sein müssen oder sonst irgendwas. Das heißt, auch über diese Gedanken kann ich wieder Rückschlüsse darauf haben, wo man sagt, so dieses,
Um welches Bedürfnis geht es denn jetzt gerade, wenn ich so über mich selber denke? Also wirklich, es ist viel mehr ein Werkzeug, sage ich jetzt einmal, die gewaltfreie Kommunikation, für eine prozessorientierte Geschichte, als wie jetzt in dem Sinn lösungsorientiert und zu sagen, tu A, passiert B. Das heißt wirklich auch diese Absicht auf Verbindung, auf dieses Miteinander, das ist die Grundvoraussetzung, um die gewaltfreie Kommunikation überhaupt anzuwenden. Wer sagt, na, ist jetzt nicht oder ist für mich gar nicht, ist genauso in Ordnung, dann nimm ich halt irgendwas anderes. Auch da zu sagen eben, ne, Entschuldigung, ich nehme die Schaufel weg und sage, es ist meins und spielt halt keiner damit, geht genauso. Es nein, das habe ich, ja hab ich ja nicht gesagt, dass keiner damit spielt, sondern ich hätte sie kopiert. Also das war jetzt so die einfachste, in dem Moment einzeln gehen und sagen, nein, das ist meine, ich mache euch jetzt mehr noch, so viel sehe ich euch gerade auf. Und in dem Moment rüttelt es auch ja auch wach, kann man sagen. Das, dass du jetzt einfach deinen eigenen Anspruch anmöchst und sagst, jetzt ist noch jemand da, aber das ist richtig verstanden. Indem ich einfach als, als Schlichter neige und erst einmal sage, Pause, jetzt nimm ich erst einmal und ist jetzt meine. Und jetzt halt warum? Also im Endeffekt erst Ruhe hineinzubringen, eine Plattform zu schaffen, dass überhaupt Kommunikation möglich ist, also dass das nicht in Gewalt, in körperliche Gewalt ausartet. Und im Endeffekt sind es immer nur Kinder, es sind nur keine Erwachsenen. Also wenn ich jetzt dann eventuell an Mord Männer so behandeln würde, dann könnte ich die eine oder andere vielleicht mit draufgerühren, wenn die gerade in der Schlägerei ausartet. Ja, also gerade bei Männerschlägereien würde ich auch nicht unbedingt dazwischen gehen, weil da haben wir meistens das Nachsehen. Also da bin ich völlig bei dir. Jetzt machen wir Musikpause, würde ich sagen. Und dann, den Alexander haben wir noch gar nicht heute gehört. Den können wir ja nach der Musikpause auch noch mal ein bisschen Zusammenhänge erfragen. Und du hast sicherlich noch heute einiges für uns auch noch auf dem Papier, oder? Habe ich das falsch verstanden? Na, also von mir aus können wir wirklich auch so in die Fragen schon gehen. Vielleicht ist dann in den Fragen eh noch Sachen, wo man sagt, naja, da braucht man noch mehr Info oder sonst irgendwas. Im Grunde genommen bin ich mit dem, was ich sagen wollte, im Großen und Ganzen durch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Musikpause. Und du hast uns ja Musik wieder mitgebracht und das finde ich sehr schön. Und da heißt es Alle Farben. Yannick Little Hollywood, so heißt der Song. Und ja, bis gleich, 3 Minuten, ein bisschen länger wie 3 Minuten sind wir wieder da. Da wollte sich schon der nächste Song einmischen. Na, das war zu früh. Ihr seid bei Daniela Feldes in der Sendung Gewaltfreie Kommunikation und ihre Homepage ist www.aus-der-mitte.com. Ja, wir sind schon im Talk-Bereich. Ihr dürft auch anrufen hier heute Abend für das Festnetztelefon Österreich 0043. Heißt es für Österreich, die Landesvorwahl 720-518-19 und die 7. Der Chat ist geöffnet und wir freuen uns auf eure Aussagen, Anregungen. Ja, ich denke, wir haben einiges noch zu lernen, wir Menschen. Wir haben gerade gesagt, es war ein Beispiel der Kinder. Und wir sind auch irgendwo erwachsen und wir werden auch alle geprägt. Und wir sollten mehr die Gefühle im Vordergrund sehen und die Bedürfnisse. Da bin ich voll auch bei dir, liebe Daniela. Ich habe mir da auch so einige Notizen gemacht. Was mir aufgefallen ist, für mich, so sage ich mal, wir Menschen dürfen erstmal was lernen. Denn nicht jeder ist in der Wortfindung immer da. Die Redegewandtheit zum Beispiel. Ne? Statt Nein zu sagen, Bedürfnisse zu formulieren,
beinhaltet bei manch einem Menschen schon manchmal Hindernisse. Und dafür bietest du ja auch sicherlich verschiedene Möglichkeiten an Workshops, vermute ich an. Redegewandtheit, finde ich, sollte man lernen, statt immer Nein zu sagen, mit anderen Worten die Kommunikation aufzubauen. Und Alexander, ich habe dich gerade vor der Musikpause angekündigt, möchte mir noch mal kurz das Wort der Daniela noch mal geben. Daniela, wie siehst du das? Ja, also bezogen auf die Redegewandtheit ist es sicherlich so, dass uns die Vokabeln so quasi, die Gefühlswörter, die Bedürfniswörter einfach schlichtweg zum Teil fehlen. Das heißt, da wirklich auch sich selbst schulen und einfach auch üben, wirklich üben. Also die gewaltfreie Kommunikation ist üben, 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 weil es was ist, was wir nicht so gewohnt sind. Das heißt, wirklich einmal zu schauen, kann ich ein Wort für das finden, wie es mir gerade geht. Und dann zu schauen, ist das was, was ich in mir spüre oder ist es was, was ich denke. Genauso eben auch bei den Bedürfnissen. Also einfach wirklich diese Wörter Stück für Stück sich aneignen. Ja, da fühle ich mich schon bestätigt. Alexander, schön, dass du da bist. Hab dich lange nicht gehört und jetzt gehört dir das Mikrofon. Ich bin gespannt, was du uns mitteilen magst. Ja, ich habe schon ganz gespannt zugehört und habe mir noch vieles aufgeschrieben. Das Thema Kinder ist jetzt gefallen und da kann ich ja natürlich mitreden als Papa. Und da kam jetzt auch das Thema Konditionierung und mir ist aufgefallen, das kenne ich von meinem Sohn zum Beispiel auch, dass Kinder da bauen sich die ersten Problemchen nämlich auf, wenn Kinder nämlich das wissen zum Beispiel viele Eltern gar nicht, weil es ihnen nicht beigebracht wird, dass Kinder sich ja mit den Dingen, die sie haben, identifizieren und also es geht ihnen oftmals gar nicht um das, um den Gegenstand an sich. Es geht ihnen eigentlich um die Identifikation mit dem Mein. Für sie, sie haben das jetzt in der Hand, also ist das meins. Und das kennen wir alle, wir Eltern. Sobald die Kinder etwas Neues haben und die Eltern den schwerwiegenden Fehler machen, den Kindern etwas wegzunehmen aus Bestrafung, führt das letztendlich dazu, dass, wenn das immer wieder passiert, dass die Kinder Angst vor Verlust haben, vor dem Verlust der Dinge. Und das führt dann eben später dazu, dass die Menschen im Erwachsenenalter eben sich zu sehr an Dinge klammern. Weil in der Kindheit durch das ständige Wegnehmen von Dingen die Identifikation mit dem Mein gestört wurde. Und sie konnten das dann eben dementsprechend nicht ausleben. Und ich kenne das von meinem Sohn auch zu Genüge. Ich habe bedauerlicherweise, muss ich mich auch outen, den Fehler auch gemacht, aber ich habe es erkannt und dann später nicht mehr gemacht. Und fällt mir noch ein zu dem Thema, dass wenn die Kinder wenn dieses Gefühl, diese Identifikation mit dem Mein gestört wurde, entsteht bei den Kindern auch eine innere Ohnmacht und eine innere Hilflosigkeit, die dann letztendlich auch bei gerade bei Kindern dann auch in Gewalt mündet, sei es physische oder verbale Gewalt. Und da muss man dann eben als Erwachsener dann eben so, wie die Daniela schon richtig sagt, so feinfühlig sein und die Situation wirklich durchblicken und dann auch eben im Sinne der Kinder dann auch eine konfliktlösende Lösung dann eben finden. Wobei da auch wieder im Sinne der Kinder, also Alexander, ich bin bei vielen Sachen, was du gesagt hast, gerade total bei dir, da ist mir nur wichtig, eben wirklich zu sagen, dieses im Sinne der Kinder würde ja heißen, eben jetzt von der gewaltfreien Kommunikation aus, welches Bedürfnis nährst du gerade mit dem, dass du das haben magst oder dass du sagst, das ist meins. Da ist es ja auch wieder bei den Kindern. Manchmal ist es, die brauchen das nur kurz, gell? Dieses, ich will da das Loch buddeln und danach ist die Schaufel schon wieder weg. Wir haben oftmals als Erwachsene im Kopf, das haben wir oft schon drei Szenarien weiter, das sind die Kinder oft gar nicht. Das heißt, da wirklich auch diese Entspannung einzubringen und zu sagen,
bleiben wir mal im Moment und schauen, was braucht jetzt gerade und was brauchst du gerade, um dann wirklich diese Lösungen entstehen zu lassen, sage ich jetzt mal. Gar nicht so sehr, ich habe die Lösung und ich weiß alles. Manchmal wissen es die Kinder selber, sie kennen es nur sehr oft eben nicht ausdrücken. Und da braucht es uns Erwachsene, die das mal übersetzen oder einfach einmal laut aussprechen, dass die Kinder dazu sagen, ja, so ist es oder nein, so ist es nicht. Also beides wieder. Gilt für die Erwachsenen übrigens genauso. Ja, genau das ist es ja gerade. Dadurch, dass die viele Erwachsene eben durch die Konditionierungen eben viele Erwachsene haben eben nicht gelernt, so weit zu denken und vor allen Dingen eine Situation eben so tief zu durchblicken. Und dementsprechend, sie werden dann in solchen Situationen oft auch an die eigenen Erfahrungen erinnert. Und wenn wir jetzt mal bei Eltern bleiben und dementsprechend, begnügen sich die Eltern denn damit, das wegzunehmen und dann war es das. Die Kinder stehen dann da und ja, um was nun? Ne? Und gerade oder wenn es um Verbote zum Beispiel geht, machen viele Eltern den Fehler, dass sie den Kindern sagen, nein, das darfst du nicht. Und was fehlt, ist die Erklärung, das Warum. Damit die Kinder verstehen, das Warum verstehen und sie nicht rumgrübeln müssen und dementsprechend dann, und das ist dann auch eben nicht zu dadurch kommt es eben zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern. Und das ist natürlich auch ein schwerwiegendes Problem dann auch. Okay. Gibt's keine Worte jetzt drauf, Daniela? Zumindest haben wir dich jetzt nicht gehört. Genau. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen, weil, womit immer jetzt so ist. Schwer zu sein, eben auch diese Verallgemeinerungen, die Eltern. Und grundsätzlich ist es wirklich, also es ist ja jeder Einzelne gefragt und auch so dieses, jeder Einzelne, der sich für den Weg der gewaltfreien Kommunikation entscheidet oder sagt, okay, das ist was, womit ich mich beschäftigen mag. Ich glaube, es ist wirklich eine Entscheidung. Und dann heißt es auch noch nicht, jetzt muss ich immer zu 100% und überall gewaltfreie Kommunikation machen. Denn dieser Anspruch ist dann oft auch schon wieder viel zu übertrieben und viel zu hoch, weil es geht nicht gleich, sondern auch da wieder dieses kleine Schritte machen, Stück für Stück. Sag ja immer meine Teilnehmer in den Workshops und auch in den Übungsgruppen, wo wir einfach auch schauen in den Übungsgruppen, dass wir das, was wir verstanden haben, wo man sagt, ja, das wäre was, dieses Werkzeug zu verwenden, in den Alltag Stück für Stück zu integrieren. Und dann gibt es Beispiele, wo es leichter geht, gibt Situationen, wo es einfacher geht, und dann gibt es eben, gerade so wie du sagst, Alexander, wenn man dann an so die eigenen Sachen, so mit denen so konfrontiert wird, über die Kinder dann sehr oft, denn sie bringen ja oft Sachen, wo du sagst, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass das in mir ist. Ja, also mit dem umgehen zu lernen, und da kann man und wirklich auch diese vier Schritte einfach helfen. Manchmal nicht gleich in der Situation, weil da ist viel zu viel, passiert viel zu viel, und gerade wenn man ungeübt ist, fällt einem das ja gar nicht ein, weil da fahren ja unsere eigenen Muster schon wieder Schlitten mit uns dabei. Allerdings Stück für Stück heißt für mich auch, solche Situationen, die passiert sind und sie sind, wie sie immer waren, in eine ruhige Minute mal mitzunehmen und zu sagen, okay, warte mal, vier Schritte. Was genau ist da heute passiert? Wie geht es mir, wenn ich jetzt an das denke? Was braucht oder was hätte ich braucht in dem Moment? Und um was hätte ich bitten können? Und genauso auch diese vier Schritte herzunehmen, um zum Beispiel sich in den anderen einzufühlen. Was ist genau passiert? Wie ist denn womöglich dem anderen gegangen dabei? Was hätte denn der braucht? Und was war es denn dem gegangen? Also auch wieder da dieses von mir zu dir und wieder zurück, also ein Gegenseitig, also ein Miteinander, von mir zu dir, wie auch immer.
Ich denke, die gewaltfreie Kommunikation ist auch ein Lerneffekt. Wir sind ja nicht damit aufgewachsen, aber wir haben verstanden, dass es eine andere Art miteinander umzugehen gibt. Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Deswegen hast du ja auch heute die Sendung, dass der ein oder andere sagt, wow, das finde ich spannend. Und es gibt ja auch Menschen, Daniela, die stellen sich sofort auf stur und haben überhaupt noch nicht mal ein Gefühl dafür, weil sie ganz anders in der Welt reingewachsen sind. Ich denke, es ist immer ein gutes Werkzeug und ein Werkzeug lernt man mit der Zeit immer besser und dadurch verändert man auch sein Umfeld und zumindest seine Familie, weil wir ja heute, denke ich, ja in der Familie auch reden wollen über das Thema gewaltfreie Kommunikation. Liege ich da ein bisschen richtig? Ja, also grundsätzlich, ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also drum, was mich zum Beispiel so fasziniert hat an der, oder was mich halt noch fasziniert an der gewaltfreien Kommunikation, ist das, dass ich sie anwenden kann, auch in einem Umfeld, das von der gewaltfreien Kommunikation keine Ahnung hat. Also wirklich auch dieses, mit diesem Werkzeug kann ich auch auf Vorwürfe oder auf Anschuldigungen, die mir zum Beispiel entgegenkommen, sehr gut reagieren. Mal, auch ich, gell, sag jetzt mal besser, mal schlechter. Wenn es bei mir Themen trifft, die, wo es mit mir Schlitten fährt, gerade eben auch zum Beispiel der Papa von meinem Sohn, ist so ein Triggerpunkt immer wieder, er schafft einfach nach wie vor Punkte bei mir zu berühren, wo ich merke, sofort Schlitten mit mir. Hinten nach denke ich mir dann manchmal, boah, von gewaltfreier Kommunikation war jetzt nicht viel da. Nur da ist auch wieder, jede Situation schaue ich mir halt an, oder nicht jede, doch eigentlich schon, ich mache mittlerweile jede, um einfach zu schauen, okay, was ist passiert, was hätte ich gebraucht, und stelle mir dann auch wirklich die Frage, okay, was hätte ich anders sagen können oder was wäre in der Situation förderlich gewesen. Genauso eben auch stelle ich mir die Frage, wieso hat der andere gesagt, was er gesagt hat? Wofür hat denn der gesorgt? Und das ist manchmal die noch größere Herausforderung, in sich in den anderen einzufühlen, und den einfach eben nicht außen vor zu lassen. Das heißt, wenn ich dann das schaffe und mir das anschaue, kann ich beim nächsten Gespräch steige ich ganz anders ein. Und das ist das, was für mich so wichtig ist, dieses immer wieder an mir selber arbeiten und immer wieder hinschauen. Und das ist wirklich eine Grundvoraussetzung. Wer sagt, brauche ich alles nicht, ist, dann ist es so und dann ist es auch in Ordnung. Und die Sendung heute soll für alle sein, die sagen, hey, vielleicht ist es in der einen oder anderen Situation gar nicht so blöd. Dann herzlich eingeladen, das mal auszuprobieren. Da ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Menschen nicht sofort resignieren, gewaltfreie Kommunikation. Das Wichtige ist, sich zu reflektieren, wie ich dich verstanden habe, und sich die Zeit zu nehmen, was ist da heute passiert, was habe ich, wie habe ich mich verhalten, was hätte ich tun können, das einfach sich auch ernster nehmen und zu schauen, denn Fehler machen wir ja irgendwo alle. Und das ist ja, wie gesagt, eine Entwicklung, ein Werkzeug kann man lernen. Zwei Mikrofone waren schon da, die Marion und der Alexander. Marion, gebe ich mal das Mikrofon und dann Alexander. Nicht böse sein, eins nach dem anderen. Danke. Marion, Manuela, ich und die Namen. Zu viele Marions und Michaelas sind momentan unterwegs. Manuela, entschuldige, bitte. Ja, also im Endeffekt stimme ich dazu 100% mit ein, mit was erzählt worden ist. Nur, was mache ich, wenn meine Umwelt komplett gegen mich ist? Also persönlich sage ich jetzt mal, was mache ich in einer Extremsituation? Dann ist eigentlich die gewaltfreie Kommunikation einfach nichts mehr zu sagen und zu gehen oder ist das jetzt nicht richtig? Weil Kommunikation ist ja immer im Kontext zu sein. Naja, also auch ein Gehen ist ja eine Art Kommunikation. Also es gibt ja diesen Spruch, du kannst nicht nicht kommunizieren. Alles, was wir tun, ist irgendeine Kommunikation.
in Extremsituationen, da weiß ich jetzt natürlich nicht, an was du genau denkst. Vielleicht magst du das kurz, hast du ein Beispiel, wo du sagst, außer es ist zu persönlich, dann bitte brauchst du das natürlich da jetzt nicht haben. Also ich hätte sicherlich ein Beispiel, aber es ist zu extrem, weil ich wünsche das gar keinem. Also ich wünsche wirklich gar keinem. Das war jetzt ein Beispiel, wo dann auch die Öffentlichkeit reagiert hat und via Facebook und reagiert hat und wo man dann nur noch Kommentare gelesen hat und dann hat man gesagt, hey, was macht das mit mir? Also da habe ich schon in die Reihe gehofft und habe dann nicht selber gesagt, was macht das mit mir? Da ist eigentlich, da sollst du nichts mehr sagen, ist die beste Form von Kommunikation. Weil wenn eine Reaktion Thema war, die war sicherlich nicht im Kontext oder nicht gut gewesen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist so das, dann sind da Kommentare gekommen, die offensichtlich was ausgelöst haben in dir. Womöglich hat es dich verletzt oder vielleicht warst du erschrocken oder erstaunt über die Art von Sachen, die da gekommen sind. Und hast dich mal entschieden, mal nichts drauf zu sagen, bevor man irgendwas drauf sagt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich habe mich entschieden, dass ich nichts drauf sage, weil im Endeffekt ist da öffentlicher Raum da und im Endeffekt war das einfach eine zu extreme Situation. Und man hat die Kommentare, habe ich Interesse halber, also weil ich neugierig bin, gelesen, aber es hat dann noch mehr mit mir gemacht, wie es eigentlich machte. Ich bin mir dann schon richtig gemobbt vorgemacht. Ja, und da ist es wirklich auch, also dieses sich mal herauszunehmen aus der Situation, gell? Und ob das jetzt eben im Internet ist oder ob das eine Situation im Alltag ist, wo man wirklich wer gegenübersteht und irgendwas ist. Also grundsätzlich mal zu sagen, okay, bevor das jetzt noch ärger wird und noch mehr eskaliert, mal den Rückschritt anzugehen und zu sagen, hey, ich nehme mich mal aus der Situation aus, kann in jedem Fall mal ein Anfang sein. Oder eben auch, also es muss nicht unbedingt ein Ende sein, gell? Nur weil man jetzt sagt, so, ich mal aus. Um eben auch, und das ist halt für mich immer so das Wichtige, den Raum und die Zeit zu haben, wieder in mich zu schauen. Wir nennen das Selbstklärung. Das heißt, diese vier Schritte auf mich selbst anzuwenden und zu sagen, okay, was genau ist passiert? Was hat jemand gesagt? Was war die Situation? Wie geht's mir damit? Und um welcher Bedürfnis geht's jetzt gerade? Also, drum, wie ganz am Anfang gesagt, es sind immer die vier Schritte. Simpel wie nur irgendwas. Not easy. Meint dieses, es kann ganz schön anstrengend werden manchmal. Und man sagt so, oh ja, nur wenn ich dann merke, okay, um das Bedürfnis geht's mir, dann kann ich auch wieder neue Strategien suchen, wie man die erfüllen kann. Und wer weiß, also es ist wirklich ein Einlassen, wenn ich den Prozess durchgehe, was dann möglich wird. Und das kann man oft vom Kopf her gar nicht voraussehen. Also grundsätzlich, dass du sagst, ich nehme mich mal aus und sag mal gar nichts, kann wie gesagt echt einmal ein guter Anfang sein. Ja, weil in dem Moment sagst du, hab ich mir gedacht, keiner war persönlich dabei, aber jeder hat was zum sagen, nur weil es in der Zeitung steht. Das war einfach richtig krasse Nummer irgendwo. Ja, genau. Das heißt, du hast im Prinzip jemanden braucht, der mal gesagt hat, hey, wie geht's denn dir mit dem? Oder hey, was genau ist da passiert? Wie geht's denn dir jetzt mit dem? Oder auch so dieses, hey, ich hab das in der Zeitung gelesen, ich weiß gerade selber nicht, was ich drüber denken soll. Jetzt wollte ich dich fragen, du, wie ist denn das jetzt überhaupt? Wäre da sowas recht wert? Das traut sich keiner rum. Das traut sich keiner fragen, weil es zu extrem ist. Also es haben alle in der Zeitung gelesen, aber es traut sich wirklich keiner fragen. Okay. Alexander, ich rufe ihn mal. Alexander. Ja,
Und zwar, Daniela, hast du vorhin etwas wirklich sehr, sehr Schönes gesagt. Etwas, das ich mir nämlich auch als Notiz hier aufgeschrieben habe, dass es auch darum geht, zu lernen, hinzuhören, statt nur zuzuhören. Weil wenn man zuhört, dann läuft es ja meistens darauf hinaus, dass es ins eine Ohr reingeht, ins andere wieder raus. Aber wenn man wirklich hinhört, dann hat man praktisch, wenn ich das richtig verstehe, dann hat man schon den zweiten Schritt, wie geht es mir, praktisch schon ja, überschritten oder überwunden, könnte man fast sagen. Ich weiß nicht, wie du das jetzt so sagen würdest, weil man dann, weil es ja auch dabei um Achtsamkeit geht. Es geht dabei um Achtsamkeit, auf sich selbst, auf sein eigenes Gefühl zu achten. Und dann auch seinen Teil dazu beizutragen, dann auch die Situation dann zu entschärfen. Und auf der Seite habe ich das, habe ich auf der Internetseite habe ich ein wirklich schönes Wort gelesen. Das führt dann letztendlich auch zu einfühlsames Hören. Fand ich in Verbindung mit authentischem Selbstausdruck, fand ich ein, das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Insbesondere, weil es denn, weil dann auch so der innere Druck aufhört und diese innere Blockaden dann auch sich lösen und man dann man und man dann auch den Weg zu sich selber findet ja, seinen Teil dazu beitragen kann, eine Situation denn auch zu entschärfen. Das fiel mir dazu noch ein. Ja, das ist fein. Also genau dieses einfühlsame Hören ist ja wirklich auch dieses, gerade in der Empathie, gell, da ist ja so, dass man sagt, da gehe ich ja ganz von mir weg, ganz zum anderen. Das heißt, wenn ich empathisch bin mit jemandem, also wirklich einfühlsam, da fühle ich mich in den anderen ein und schau, wie, oder spiel, oder mehr spielen, das ist dann auch immer so ein Ding. So dieses einfühlsame Hören, hören in dem Fall auf Gefühle und Bedürfnisse. Auch dann, wenn es der andere nicht ausspricht. Weil eben genauso, wenn man jemanden fragt und sagt, hey, wie geht's dir denn da? Was spürst du denn gerade? Wird die Antwort fast immer sein, irgendwas, was der andere denkt. Und wer GFK macht, hat die Möglichkeit, hinter diese Gedanken zu hören und zu schauen, wie geht's denn dem? Und dann kann ich auch dieses Angebot machen und sagen, ah, okay, für mich hört sich das so an, als ob. Kann es sein, dass du da traurig bist drüber? Kann es sein, dass du dich jetzt so und so fühlst? Also wirklich auch dieses Fragen, wie geht's dir? Und auch dieses Hinterfragen. Manchmal mache ich das auch einfach im Stillen. Nur für mich, einfach auch um diese Haltung, also sagt so dieses Raten, wie es dem anderen gehen könnte. Denn wie es jemandem geht, wissen wir nicht. Es weiß immer nur der, der es gerade fühlt. Auch wenn wir glauben, das ist ganz klar, dass es dem jetzt so geht, können wir nur raten. Und auch genau dieses Bewusstsein, also sagt, wir wissen es nicht. Wir können nur interpretieren, wir können nur mutmaßen. Und ich kann diese Mutmaßung einmal aussprechen, kann es sein, dass dir so und so geht? Und wenn der sagt, na, so geht es mir nicht, weil mir geht es ja so und so, okay, ah, okay, so geht es dir. Ja. Und dann kann ich auch noch weiterraten und sagen, worum kann es denn gehen? Und ich finde es manchmal, also gerade in Situationen beim Üben zum Beispiel, wo es um nicht viel geht, gell? Also keine Übungsbeispiele sind nichts, das so ganz eng gerade ist und total akut. Sondern das kann nicht so sein, weiß ich nicht, an der Kasse oder auch so dieses andere Kinder, andere Mütter beobachten, gell? Von außen schaut ja die Welt oft viel klarer aus, als wie wenn es uns selber betrifft. Auch da einfach mal in die Beobachtung zu gehen und zu sagen, wie kann es denn dem Kind jetzt gerade gehen? Wie kann es der Mama gerade gehen? Weiß ich nicht, am Spielplatz, bei irgendwelchen Situationen. Also wirklich auch fürs Lernen ein Spiel für uns draus zu machen. Und einfach mal hinspüren und hinhören. Wie geht's euch mit so einem Vorschlag? Das klingt schon mal sehr interessant.
muss ich es ehrlich sagen. Und mir fiel in dem Zusammenhang gerade noch ein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du schon mal davon gehört hast, von Byron Katie, The Work. Sie hat ja vier Fragen auch gestellt. Die passen im Prinzip eigentlich dazu. Die dritte fällt mir jetzt nicht ein. Aber um eine Situation zu entschärfen, stellt sie die Frage zum Beispiel, ist es wahr? Die zweite Frage ist dann, kannst du ganz sicher sein, dass es wahr ist? Und wie geht es dir denn damit, mit dem, was du dabei herausgefunden hast, so ungefähr? Ich finde, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das in Bezug aus, wie geht es mir, worum geht es mir und welche Bedürfnisse habe ich, kann man das wunderbar damit kombinieren. Ist mir gerade mal so eingefallen, oder? Was meinst du? Ja, also bei diesem, ist es wahr? Erinnert mich so ein bisschen vielleicht an den ersten Schritt, die Beobachtung. Wobei da ist ja auch immer so dieses, ist es wahr, was ist die Wahrnehmung? Gell? Die Wahrheit hat ja immer was mit mir selber auch zu tun, wie ich sehe. Und da ist dann manchmal die Interpretation noch nicht weit weg. Gell? Und in der Beobachtung schauen wir ja wirklich nachprüfbare Tatsachen. Und womöglich meint die Byron Katie das eh auch so, dieses, was ist wirklich, also das, was, ich sage jetzt einmal, ein Beispiel wäre, wenn man jetzt sagt, in einem Raum zum Beispiel, ist, da sagt der eine, es ist heiß und der andere sagt, es ist kalt. Und jetzt kann man darüber streiten, wer recht hat oder wie auch immer, es sind im Prinzip zwei Bewertungen. Der eine sagt, es ist kalt und der andere sagt, es ist warm. Die Beobachtung wäre jetzt die Frage eben an euch vielleicht, wo man sagt, was wäre eine Beobachtung von dem Ganzen? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das total faszinierend. Hast du wunderbar gesagt. Ach Mensch, jetzt hatte ich noch einen Gedanken, aber der ist mir jetzt leider entfallen. Auf jeden Fall hat es letztendlich ja auch damit zu tun, dass man den Druck bei sich selbst rausnimmt und letztendlich sich selbst gegenüber einfühlsam wird Neil Donald Walsh hat das so schön gesagt, es geht ja innerhalb innerhalb des eigenen Wahrnehmungsfeldes machen wir immer alles richtig. Und das, was dabei herauskommt, zum Thema auch Beobachtung und wie geht's mir dann auch, läuft es denn darauf hinaus, dass sich die Wahrnehmung der eigenen Beobachtung denn erweitert und man plötzlich erkennt, dass man eine ziemlich, eingeengte Sichtweise hatte. Und es ist ein faszinierender Gedanke, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich, nein, bist du. Bitte. Ja, darum geht es eben auch wirklich in der Beobachtung zu haben, diese nachprüfbaren Tatsachen. Weil zu dem Beispiel nochmal zurück, dann sagt der eine, sagt, es ist kalt und der andere sagt, es ist warm. Worauf sie beide sicherlich einigen können, ist, wenn sie auf dem Thermometer schauen und dort 22 Grad zum Beispiel steht. Wenn man jetzt sagt, in dem Raum hat es 22 Grad, werden beide sagen, ja genau. Da sind wir uns einig, das heißt wirklich diese nachprüfbaren Tatsachen. Und jetzt kann der eine das als warm empfinden und der andere empfindet das als kalt. Nur eben auch genau wieder, wo man sagt, es ist mein Empfinden und meine Sichtweise. Für mich jetzt gerade sind 22 Grad kalt und für den anderen sind 22 Grad gerade warm. Und sich auf das einzulassen und eben auch wirklich hinter diese Bewertungen zu schauen und zu sagen, hey, was ist jetzt wirklich eine nachprüfbare Tatsache? Worum geht's bei dem, wo wir gerade stehen oder was gerade ist? Ist manchmal schon eine richtige Herausforderung. Du hast ein schönes Beispiel genannt, das mit dem Kalt-Warm und das habe ich auch schon gehabt. Ich dachte, bei mir in der Wohnung ist es warm, ich bekomme Besuch und dann sehe ich schon, dass die Jacke angezogen wird und dann sage ich, ist dir kalt? Ja, okay, ich habe das total angenehm gefunden. Ne? So, kann ich was tun? Kann ich dir noch eine Decke geben?
Ne? Und da nehme ich einfach das Bedürfnis für mich wahr und versuche natürlich das Wohlfühlgefühl auch rüber zu transportieren. Ja, so bin ich unterwegs. Genau, und da wäre es jetzt auch, wo man sagt, du kannst natürlich auch anders drauf regeln und sagen, na bitte, da ist doch warm, also mir ist ja warm, also muss die auch warm sein, gell? Also diesen anderen, oder eben, so wie es du gemacht hast, auf den einzugehen und zu sagen, okay, für die ist es jetzt so, selber darin auch keine Kritik zu hören, gell? Also es ist ja auch so dieses, womöglich hört man allerdings Kritik, dann kann man auch da wieder nachgehen. Wo man sagt, okay, jemand hat gesagt, boah, die ist aber kalt, was macht das mit mir? Wie geht's mir in dem Moment? Und um was geht's mir? Also im Prinzip gibt's für die gewaltfreie Kommunikation echt immer und überall Einladungen, das mal auszuprobieren. Und jetzt probieren wir eine Musikpause, glaube ich, die haben wir verdient, und machen einen Song, und dann gehen wir schon im letzten Drittel über. Ja, viele Worte wurden heute schon genannt, und es geht um die Familie, den Umgang, was können wir annehmen, wie nehmen wir was an, wie nehmen wir wahr, wie fühlen wir, wo entscheiden wir für uns, in uns. So habe ich zumindest heute schon einiges wahrgenommen. Ich hoffe, ich liege damit richtig, liebe Daniela. Ja, bin ich total bei dir. Wunderbar. So, und auf dem Plattenteller haben wir den zweiten Song, und da heißt es Lieblingsmensch von Namika. Und Musik ab, bis gleich. Ja, Lieblingsmensch. Hallo, Lieblingsmensch. War auch wieder ein guter Song. Schön, dass du den ausgesucht hast. Ihr seid bei Daniele Feldes in der Sendung. Möchte noch mal einen kurzen Hinweis machen für morgen. Denn morgen heißt es hier auch ab 20 Uhr wieder hier live die Sendung. Da ist der Lichtanker da. Da bekomme ich Besuch hier nach Hause. Und da geht es einfach um Wissen tauschen. Und ja, und heute haben wir noch eine gute Sendung reinbekommen. Ich hoffe, dass die auch weiter stattfindet. Heinrich Kuppertz, mittlerweile über 90 Jahre jung, so sage ich. Er wird bald im Juni oder auch Juli, zumindest haben wir da was ausgemacht, als Zeitzeuge für sein Leben hier sich präsentieren. Und da geht es um die Welt, um die Zukunft unserer Erde, Welt, Strukturen. Ein Mensch in seinem Alter wird er uns einiges Tolles berichten. So, und nun möchte ich nochmal die Homepage auch von Daniela Feldes sagen. Das ist www.aus-der-mitte.com. Ja, es ist gewaltfreie Kommunikation. Wir haben jetzt 1,5 Stunden schon vorbei, und ja, die Familie, da streitet man oft, und wenn man eine Technik hätte, wie man das zumindest weiter entzerren darf, man kann nicht von heute auf morgen die Welt ändern, aber man kann von heute auf morgen sich für sich neu besinnen, sich einstellen auf sich und sein Umfeld und wahrnehmen und dann, so wie wir heute Abend gehört haben, mit seinen Worten, mit seinen Gedanken eine neue Strategie fahren. Und das wünsche ich mir natürlich auch, dass die Schulen immer mehr auch mit den Kindern in der Richtung arbeiten. Denn wir sitzen in einem System von Teil und Herrsche, Bewertungen, und das geht auch auf unsere Kinder. Und daher entstehen, denke ich, ursachenmäßig auch Streitereien. Daniela, kann ich damit recht haben? Kommt jetzt darauf an, ob du recht haben willst. Wir haben halt schon mal gesagt, in der gewaltfreien Kommunikation geht es ja nicht so sehr um Recht haben. Was ich selber auch sehe, ist, dass ja, wenn wir eben in Bewertungen unterwegs sind, in Urteilen unterwegs sind, sehr oft Konflikte entstehen. Und da kann man eben, wenn man das ein bisschen übt, hinter diese Urteile schauen und wieder eben, auch wenn es immer wieder das Gleiche ist, auf Gefühle und Bedürfnisse schauen. Und gerade wir als Erwachsene sind ja die Vorbilder für die Kinder. Die Kinder lernen von uns, ob es uns gefällt oder nicht. Sie lernen alles von uns. Und wenn wir anfangen, auch im Kleinen anders hinzuschauen auf Sachen, andere Wörter hernehmen oder eben eher mal zu fragen, hey, wie geht's dir denn da, als wie, was hast du denn da wieder gemacht? Dann macht es einen Unterschied. Und auch das merken sich die Kinder, und mit der Zeit übernehmen sie es und wenden es an. Und weil du auch die Schule erwähnt hast, auch da
gibt Gott sei Dank mittlerweile immer mehr Lehrer und Lehrerinnen, die da andere und neue Wege gehen wollen. Manche gehen auch den Weg der gewaltfreien Kommunikation, bringen das in ihre Schule, also Direktoren und Direktorinnen bringen dieses Werkzeug mit in die Schule und damit verändert sich einfach ganz, ganz viel. Und manche, bin ich draufgekommen, machen es intuitiv sogar schon so. Sie wissen es nur manchmal gar nicht. Und da finde ich es immer so fein, wenn man dann gerade in Workshops komme ich dann oft drauf oder kommen die Teilnehmer drauf, ja, das mache ich doch eh schon so. Ja, fein. Und dann eben also, aber so genau habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das heißt, wenn ich plötzlich verstehe, wie dieses Werkzeug funktioniert und wie ich es anwenden kann, was es alles braucht, kann ich es auch in Situationen, wo ich es intuitiv vielleicht nicht hinkriege, trotzdem anwenden. Und das ist das, was ich so spannend finde. Ja, finde ich auch super und ich wollte gar nicht recht haben. Ich wollte einfach nur so die Worte sehen, wie sie rüberkommen. Und ja, es ist ja meine Erkenntnis für diese Sendung. Und ich finde es wunderschön, dass das auch immer mehr Aufmerksamkeit auch dann unter den Lehrern hineingebracht wird. Finde ich eine super Sache. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Nicht eigentlich, so soll es sein dürfen, denn wir wissen alles, Gewalt ist nie gut, kann nie gut sein, ist eine extreme Form. Und die extreme Form, die darf ich dann bewerten, dass man eine gewisse extreme Form von Emotionen mal aushalten soll und darf. Das sollte man schon tun dürfen. Ist auch ein Lernprozess, jedoch sollte man da sich nicht ausruhen, beziehungsweise das immer wieder ausleben, sondern denn diese Gefühle sind ja auch nicht angenehm für keinen von uns allen dann, die davon betroffen sind. Sondern möchte ich nochmal was zur Kommunikation sagen. Kommunikation ist von A nach B und von B nach A. Oder man ist am Schweigen und das ist auch ein Ergebnis und sagt auch was aus. Und jetzt ist die Frage, möchte ich mich jetzt antriggern lassen oder lasse ich das einfach mal im Raum stehen? Und da kommen dann wieder die Emotionen hoch, wo wir dann gekitzelt oft werden. Und das ist dann, sich selbst zu erkennen, Daniela, oder? Ja, genau, da bin ich bei dir. Und also dieses, weil du gesagt hast, es ist manchmal unangenehm, wenn ein anderer seine Gefühle auslebt, ist auch so eine spannende Geschichte, weil wieso tun wir uns denn so schwer, wenn jemand wütend ist? Wieso ist es denn uns unangenehm, wenn jemand tief traurig ist neben uns oder sie überschwänglich freut? Auch das ist ja manchmal gar nicht so einfach auszuhalten, wenn sich jemand so richtig freut und womöglich auch noch voll lang, also kurze Zeit ist ja noch in Ordnung, aber dann darf der andere auch schon wieder aufhören, es ist dann wieder gut. Also dieses Aushalten von Gefühlen anderer ist manchmal wirklich spannend. Ich glaube halt, dass es wirklich auch von dem her ist, dass wir glauben, dass wir für die Gefühle von anderen verantwortlich sind. Das heißt, wenn jemand traurig ist oder weint oder total wütend ist, dann sind wir eher so schnell aber ablenken oder ja, es wird schon wieder oder sonst irgendwas, anstatt mal zu sagen, mal die Wut auszuhalten oder die Traurigkeit von jemandem wirklich auszuhalten und ganz bei dem zu sein und ja, mal schauen, was macht es mit mir oder eben auch, wovon erzählt diese Wut in dem anderen zum Beispiel. Also ja, dem einfach mal nachzugehen, dem Raum zu geben. Was nicht heißt, dass der alles kurz und klar schlagen wird. Also auch da wieder die Wut zum Beispiel in einer Form auszuleben, weil Wut ist ja oft auch Kraft und die Energie, diese Kraft muss manchmal irgendwo hin. Und ob ich die jetzt außer Schrei oder ob ich auf den Polster einschlage oder was auch immer ich für Strategie finden kann, so dass rund um mich auch kaum was passiert. Also jetzt, das ist, glaube ich, auch so was man Kindern auch mitgeben kann und auch für sich selbst vielleicht auch im Erwachsenenalter lernen kann, wenn man es vielleicht vorher nicht gelernt hat. Also wir können ja wirklich immer noch weiterlernen.
Das dürfen wir. Und ich hoffe, bis zum letzten Atemzug, da sind wir mit Sicherheit dabei. So sollte es zumindest sein. Alexander oder auch Marion. Was habe ich mit der Marion? Manuela. Wir kommen bald zum Schluss schon der Sendung. Vielleicht wollt ihr noch ein paar Worte mal nennen und dann würde ich dich nochmal, liebe Daniela, fragen, wie es bei dir weitergeht. Wo findet man dich? Hast du demnächst auch ein paar Kurse? Aber gehen wir nochmal vorher den Alexander und der Manuela nochmal das Wort. Alexander. Ja, genau zu dem, liebe Daniela, was du gerade eben gesagt hast, was die Wut angeht und so weiter. Wir wissen ja auch, dass Worte sind ja Energie, das wissen wir ja. Ne? Und da fiel mir dann noch ein, das hatte ich mir auch als Notiz nochmal hier aufgeschrieben, dass Gewalt in der Kommunikation ja auch ein Ventil sein kann. Ein Ventil für denjenigen, der momentan sehr erregt ist und einfach, und wir wissen ja, da gibt es dieses Zitat, ein uraltes Zitat, ich weiß nicht mehr, von wem es ist. In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Das heißt, mit anderen Worten, dass wenn jemand wütend ist, sagt er oft Dinge, die er gar nicht so meint, aber es ist letztendlich ein Ventil, das und dann hinterher, wenn diese Energie abgebaut ist, dass viele dann, das kennt jeder eigentlich, ich kenne das von mir selber auch, und auch gerade bei Kindern ist das auch so, dass dann plötzlich die sozusagen die Intelligenz wieder zurückkehrt, weil man dann oft Dinge sagt, die man gar nicht so meint, aber man hat sich selber Luft gemacht und ist dann hinterher dann bereit, praktisch für ein klärendes Gespräch. Aber Wut ist zwar eine sehr tiefschwingende Energie, aber letztendlich auch eine sehr starke. Und erst dann, wenn man diese Energie losgeworden ist, ich habe mir dann noch aufgeschrieben, dass man dadurch auch, das hat ja auch mit Angst zu tun. Und dass man dann, dass diese Wut praktisch die Angst vor Schaden, weil man die Angst vor Schaden, habe ich mir auch geschrieben, dass man die dann dadurch abbauen kann und dann bereit ist für eine Klärung und für eine Entspannung der Situation. Ja, Alexander, und da ist es ja auch, weil du das gerade sagst, so dieses, da schrei ich mal aus, da sage ich Sachen, die meine ich gar nicht so, weil in dieser Wut bin ich, wie gesagt, verliere ich die Intelligenz. Auch das, gell, wenn mir das als anderer klar ist, dass den jetzt irgendwas so antriggert hat, dass der jetzt einfach mal total in Rage ist, dann kann ich dann vielleicht wirklich einmal, und ich weiß, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, selbst wenn ich der Auslöser war, selbst wenn ich irgendwas gemacht habe, und der, wo man sagt, und weil du und Ding und schimpft, und wenn ich den einfach mal toben lasse und nicht als persönlich nehme, sondern eben auch da, hinter alle Anschuldigungen, hinter das ganze Horch und sagt, hey, wofür sorgt denn der jetzt gerade, wenn der solche Tiraden ablässt, gell? Wenn der mich so beschimpft. Das heißt, das ist wirklich auch so diese Kraft, die ich finde, in der gewaltfreien Kommunikation drinnen ist, weil sie sehr schnell entspannender ist, weil ich mich nicht für alles sofort persönlich angegriffen fühlen muss, weil ich einfach wirklich dahinter schauen kann und wirklich einspüren kann, wie geht's denn dem jetzt womöglich? Gell? Ist der vielleicht eben nur was anderes als wütend? Vielleicht hat der wirklich Angst oder er ist traurig oder was auch immer. Und wenn das alles vorbei ist, dann kann man ja auch gerade bei Kindern dann manchmal sagen, so, boah, da war jetzt ganz schön viel da. Das hat jetzt offensichtlich echt mal rausmüssen. Wie geht's dir denn jetzt, wo das alles mal da ist? Und dann zu schauen, was kommt. Also auch da wieder dieses einfühlsame Hinhören zu haben, kann echt spannend sein. Alexander, ich glaube, du hast dich heute wohl gefühlt in der Sendung. Wir kommen langsam schon zum Schluss, mit der Manuela gleich auch noch das Wort geben. Wie hat's dir denn heute Abend gefallen, Alexander? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war sehr faszinierend, was du gesagt hast, Daniela. Ich habe dir sehr gerne zugehört.
Ich habe mir auch viele Notizen gemacht. Ich muss zugeben, ich habe mich von meinen eigenen Notizen erschlagen gefühlt. Ich wusste gar nicht, wie ich das alles unterbringen soll. Trotzdem danke ich dir ganz herzlich, dass du uns die gewaltfreie Kommunikation näher gebracht hast, das ganze Prinzip. Ich hoffe, dass es dir gelingt, dieses Prinzip noch an viele Menschen oder ja, an den Mann zu bringen, ist ein bisschen blöd gesagt. Dass du viele Menschen noch damit erreichst und dass viele Menschen, so habe ich es mir dann hier noch aufgeschrieben, dass viele Menschen dadurch dann auch die Bereitschaft dann entwickeln, ihr Denken zu erweitern und genauer hinzuschauen und ja, dass dadurch dann halt die Kommunikation viel friedlicher wird. Ich danke dir recht herzlich und wünsche dir viel Erfolg. Danke, Alexander, für deine Worte. Es motiviert mich total, wenn ich sowas höre und weiß, okay, es hilft und ich mache weiter und voll fein. Danke, dass du heute dabei warst und dass du mitgeredet hast und deine Sachen gesagt hast. Danke. Super, super toll. Das war ein schöner Blumenstrauß. Und jetzt gehen wir nochmal zu Manuela. Manuela, ja, wolltest du noch was zum Thema heute Abend loswerden? Und dann auch, wie hast du dich heute gefühlt? Und ja, bin neugierig auf deine Worte, Manuela. Also ich habe es super toll gefunden, weil im Endeffekt das eine ganz andere Betrachtungsweise ist und neue Aspekte in der Kommunikation bei mir jetzt auftreten. Also wie die Herangehensweise, die Sichtweise, dass ich einmal was im Raum stehen lassen kann, finde ich super, super toll, weil Bedürfnisse, die für jeder haben und die soll man auch bei sich lassen und eventuell beim anderen lassen dürfen. Ja, da haben wir auch was mitnehmen können und ich finde es schön, dass du für dich ja auch eine andere Denk- oder Sichtweise heute für dich bekommen hast. Ja, es ist ein wichtiges Thema immer wieder und ich hoffe, dass die Daniela in Zukunft immer wieder mal bei OKITOK kommt und das regelmäßig auffrischt, weil das kann man gar nicht zu wenig machen. Ja, danke dir erstmal, liebe Manuela. Daniela, du bist ja auch wieder unterwegs, vermute ich. Wo findet man dich? Gibt es einen Vortrag, der vielleicht wichtig ist, den du bekannt geben möchtest oder was anderes? Ja, also vorher nochmal danke, Manuela, für deinen Beitrag heute und für dein Mittun. Und es hat mich gerade total berührt, dass du eben gesagt hast, dass du neue Ansatzweisen für dich gefunden hast. Und ja, damit ist für mich viel erreicht, sage ich jetzt mal ganz, ganz ohne Reflexion. Ja, genau, für solches, für das mache ich es und geht gerade ab wie Öl, dass das gelungen ist. Von daher herzlichen Dank, Manuela. Und ja, Klaus, wo findet man mich? Also grundsätzlich gibt es einen Schnuppertermin am 24. Juni von 19 bis 21 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum in Köstendorf in Salzburg. Und da geht's, also das dauert 2 Stunden und da wird im Endeffekt so ein bisschen, wie wir es heute gemacht haben, was ist die gewaltfreie Kommunikation, ist das was für mich, wie ist das, wird da im Prinzip nochmal besprochen, einfach um auch zu schauen, ist das was, wo ich gern weiter tun möchte. Es wird im Herbst wieder einen Einführungskurs geben, das sind bei mir 4 Module. Das Datum steht noch nicht fest. Wer allerdings Infos haben will dazu, schreibt mir kurz eine E-Mail, dann tue ich euch in den Verteiler und ihr kriegt die Information, wann die nächsten Termine und wo sind für den Einführungskurs und genauso eben auch für Menschen, die schon Einführungskurs gemacht haben oder das Buch von Marshall Rosenberg gelesen haben. Für Übungsgruppen, die dann im Herbst starten, wird auch wieder geben. Genau, ansonsten findet ihr mich auf Instagram unter Daniela Feldes. Dort habe ich auch querbeet eigentlich immer alles drinnen. Und ja, auf der Homepage, du hast es heute schon gesagt, www.aus-der-mitte.com. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal auf diese Art und Weise, wie wir es heute gemacht haben,
hören. Oder eben auch auf eine andere Art und Weise. Das weiß ich eben irgendwie auch noch nicht. Würde mich interessieren, vielleicht haben andere auch noch irgendwie Ideen, was ihnen helfen darf. Also ich habe mich halt auch unheimlich gefreut, dass ich die so auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise kennenlernen habe dürfen. Weil ist ja ganz eine neue, ist für mich eine ganz neue Form, Leute kennenzulernen. Aber irgendwann nicht persönlich, ich werde es auch schief finden. Ich auch. Ja, das sind wieder schöne Worte. Ja, aber nicht aber. Beim nächsten Sendung, liebe Daniela, und das wäre schön, wenn die Manuela das auch nochmal beherzigt, würden wir uns für unsere Ohren freuen, wenn wir ein besseres Mikrofon finden würden. Denn es war heute von der Qualität her ein bisschen dumpf gewesen, von der Klangqualität her. Das wäre eine wunderbare Sache einmal. Deine Arbeit hast du heute sehr wichtig nach außen getragen und der Alexander hat es ja auch betont. Und wir von OKTalk haben diese Sendung dann ja auch in wenigen Minuten im OKTalk-Archiv, wo ihr das dann auch runterladen könnt und auch verteilen könnt. Ich finde, das ist sehr wichtige Arbeit, die du da leistest. Und ja, die Blumen, die waren nicht zu Unrecht. Die waren wirklich mit Liebe gegeben, weil der Inhalt ein wichtiger Bestandteil, denke ich, zu unserem Menschsein dazugehört. Da dürfen wir mehr hinschauen und ja, mitfühlen und so weiter. Liebe Daniela, wenn ich was vergessen habe, dann darfst du jetzt noch was sagen. Und wir haben ja noch einen letzten Song auf dem Plattenteller. Und gib dir nochmal das Wort. Sagen wir dann sonst gemeinsam Tschüss, oder? Genau, also von mir aus, du hast alles gesagt. Ich mag mich nochmal bedanken bei allen, also bei euch dreien mit im Studio und an alle Zuhörer. Herzliches Danke fürs Dabeisein und ja, übers Mikrofon, Klaus, reden wir nochmal. Da brauche ich dann wahrscheinlich noch mehr Info von dir, wie wir das besser machen können. Ja, danke schön. Das werden wir schon machen, das kriegen wir schon hin. Ich freue mich gerade. Ja, das ist dann auch sichtbar, auch für deine Aufnahme zum Nachhören dann auch besser. Ja, liebe Zuhörer, danke, danke, danke. Alle, die ein Danke haben wollen, dürfen das Danke gerne entgegennehmen. Und da freue ich mich ja auch immer wieder. Morgen haben wir den Raphael da, die Bernadette kommt morgen. Sie haben auch damals den international traditionellen Kongress der traditionellen chinesischen Medizin übertragen. Habe ich übertragen, in Wien war das. Also da kommt eine geballte Sache wieder auf uns zu. Da geht es nämlich morgen nur um Wissen tauschen. Es ist ein Ort, wo unterschiedliche Meinungen, Methoden, Einstellungen, Weltansichten zusammenkommen. So steht's hier. Und geht auf den Sendeplan und schaut einfach mal. Vielleicht ist es ja genau dein Thema, zumindest nicht täglich zu hören, was wir dann morgen Abend auch hören dürfen, so wie die heutige Sendung auch. Ich bedanke mich nochmal bei allen und an dem OKTalk-Team natürlich auch. Gebt nochmal ganz kurz die Adresse von Daniela Feldes nochmal durch zum Leute, die vielleicht nicht so schnell mitschreiben konnten. Da heißt es nochmal www.aus-der-mitte.com. Und in dem Sinne, den letzten Song von ihr auf dem Plattenteller ist damit The Lost Frequency. Are you with me? Und euch einen schönen Abend. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.